Jetzt gibt es noch Angelas Pendant und das von John müssen wir noch finden. Das Biest scheint weg zu sein, könnte aber jederzeit zurückkommen. Wir müssen weiter. So, und ich habe mir schon gedacht, ja, die Quicktime-Sequenzen ist ja super easy, weißt du, wird dir vorher noch angezeigt, dass was kommt, dann kannst du dich bereit machen, weil ich glaube, bei Man of Medan war es so, da ist direkt halt die Taste gekommen, du musst die Taste drücken. Aber dass jetzt dann halt natürlich auch diese ganzen Eigenschaften passen müssen, zumal du ja nicht mal weißt, welche Eigenschaften, es sei denn, das sind die, die am Anfang genannt wurden. Aber das finde ich schon, das ist ja fast unmöglich, das hinzubekommen beim ersten Mal. Yep. Außer mit Glück. Jetzt ist die Frage, ist er jetzt gestorben, weil er durch die Eigenschaften arrogant war, oder hätte man ihn arrogant machen müssen durch Entscheidungen, die man trifft? Weil dann kannst du ja, dann bist du ja gar nicht frei in deiner Wahl, wie du dich entscheiden möchtest, sondern musst ja. Naja. Rip Angela. Abwarten. War doch eigentlich jetzt direkt hier, oder? Es lag doch eigentlich direkt hier an der Kreuzung. Das ist von dem Brand. Der Baum ist rot, okay. Auch gut. Das ist von dem Brand von ganz am Anfang. Ah, okay. Und das Pendant von dem Andrew wurde quasi verhaftet und freigelassen, weil, ach, guck mal, da steht jemand, weil man keine Beweise hatte und ja. Willst du vorgehen? Hallo, ich sehe dich. Hallo. Hallo. Wer ist das? Marco. Los, schnell zu mir. Das ist sie, okay. Ich dachte, das wäre das Monster. Ah, die fliegt. Was auch passiert, wachsam bleiben. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich ruhig. Doch wagt. Ist nicht meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr dem Teufel und all seinen Herren. Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satansbrut.
Mary! Wir müssen das stoppen! Oh Gott. Kommt schon! Helft mir! Seht! Nun besteht kein Zweifel mehr. Dies ist Hexerei! Mehr Steine! So zermalmen wir den Teufel in ihm! Zaudert nicht! Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab. Ups. Es ist aus. Wir entkommen diesem Albtraum nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zeit für was? John, was machst du da? Ich lauf nicht mehr weg! Wird Zeit, Taylor und Daniel zu rächen! Bist du verrückt? Wir müssen weg! Komm her, du Biest! Trau dich! Tür ist zu. Ich kann's nicht fassen. John hat auf uns aufgepasst. Das hat niemand verdient. Schon gar nicht der Professor. War ein guter Kerl. Sieht aus, als wär's abgebrannt. Hier stimmt was nicht. Ja und? Das kennen wir doch schon. Die Frage ist, wer spielt von uns weiter, wenn es nur noch einer ist? Ich glaube, das haben wir richtig verkackt. Wie gesagt, ich weiß halt gar nicht, ob du das überhaupt dann viel besser hinkriegst.
Aha. Teaser für den nächsten Teil, ne? Da ist die, ach, sag schon, die Schaukel, die Reifenschaukel. Und zwar jetzt ein Seil, ne? Vielleicht müssen wir da irgendwie dann hin. Okay, also wenn du einen Tipp in Kindererziehung haben willst, hier ist ein Buch. Na. Da kommt dann schon auch wieder jemand, der Hallo sagen will. Das müsst ihr euch anschauen. Müsst ihr euch anschauen? Das sind ja nur noch zu zweit. Ja. Deswegen, ja, das müsst ihr euch anschauen. Ach ja, herrlich. So, und jetzt? Ja, wo geht der die Treppe hoch? Kann man den Schlüssel nicht nehmen?
Dankeschön. Bitteschön. Zuerst, okay. Sieht aber nichts. Na gut, da kann man nur rausgucken. Da war jetzt sonst nichts. Und anderes. Jetzt? Hörst du das? Ich hör's. Ist sicher die Kleine. Suchen wir sie. Da ist sie. Bleib hier. Edith, passt du wohl auf die Platte auf? Andrew, was machst du? Loslassen, Andrew! Wir sind wieder an einem Ort versammelt. Doch mit Grauen erfüllt mich der Grund. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Was sagt ihr, Reverend? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Ob dieser Puppe wurde zu Unrecht Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein. Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichtigt dieses Kind, diese Satansbrut in ihrer Tollheit, mich, einen Mann Gottes der Falschheit! Diese Leute sind total wahnsinnig. Es war nie meine Absicht, der Stadt zu schaden. Oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber... Nun, da es ihr an den Kragen geht, ersucht diese Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. Mary allein. Und es ist des Teufels Werkzeug. Wir müssen das stoppen. In diesem Saal wütet der Wahnsinn. Carver, er ist der Bösewicht. Man hat uns boshaft getäuscht. Die Wahrheit verborgen, doch nicht von Mary. Reverend Carver bringt uns dazu an, den Teufel zu glauben. Schweig! All dies ist du sein Werk. Du täuscht uns nicht mehr. Deine wahren Absichten sind enthüllt. Ich werde diese Stadt vom Bösen befreien. Er hat recht. Du musst auf ihn hören. Carver ist schuld. Wie kann ich Little Hope wieder ins Licht führen? Ich fürchte den Reverend und seine Macht. Du musst Carver stoppen. Er ist schuld, klar? Er klagt Mary an, um von sich abzulenken. Ich weiß, was hier zu tun ist. Genug! Was hat dies zu bedeuten?
dies sind wahrlich üble Anschuldigungen. Ihr müsst euch ein paar gewichtigen Fragen stellen. Wie kann ein Mann Gottes auf solcherlei Weise handeln? Mary, dein Leiden hat nun ein Ende. Du darfst jetzt gehen. Narren! Was seid ihr blind? Ihr lasst euch von ihr täuschen? Die Wahrheit starrt euch ins Gesicht, doch ihr verschließt die Augen. Des Teufels Tochter hat euch alle getäuscht. Doch mich nicht. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Satans Metzel! Du wirst für deine Taten büßen. Mich zogst du wohl als Ersten in deinen Bann. Doch inzwischen ist ganz Little Hope von dir verhext. Ihr habt mich gerettet. Ohne euch wäre ich tot. Hab Dank. Das werde ich nie vergessen. Ich hab dich nicht gerettet. Unglaublich, dass es vorbei ist. Du hast Mary beschützt und den Pastor durchschaut. Er war der wahre Bösewicht. Verschwinden wir. Ich glaube das irgendwie nicht so ganz. Tut mir leid. War ja nicht deine Schuld. Wir haben beide in den letzten Jahren viel durchgemacht. Etwa eine Meile von hier gibt's einen Diner mit einem Telefon. Du rufst Hilfe, verlässt diesen Ort und kommst nie mehr zurück. Hier gibt's nichts mehr für dich. Tut mir leid, was ihr heute wegen mir durchgemacht habt. Ja? Das wird mich ewig verfolgen. Du bist nicht allein. Mach dich nicht so fertig. Es war für uns alles. Das weißt du doch. Endlich kommen wir von hier weg. Tragischer Unfall. Wären wir nur alle hier. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören.
Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Was zur Hölle ist da drin los? Hau ab, verdammt! Vorher will ich dir ins Gesicht sehen. Jetzt lass mich rein! Hey! Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Das war's. Game over. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. Nicht übel. Ein paar gerettet, ein paar nicht. Das waren Sie. Und Sie fanden ihn. Am Ende. Den Busfahrer. Vielleicht lässt er nun die Vergangenheit ruhen. Auf Wiedersehen. Vielleicht in der Wüste Arabiens. Vielleicht woanders. Doch wir sehen uns wieder. Zumindest noch einmal. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Ja, aber so wie es aussieht, kann man wohl doch, also theoretisch kann man ja eigentlich keinen retten, weil das ist ja nur seine Reflexion der Dinge. Aber die Angela hat ja überlebt. Ja, das ist so. Aber und das, obwohl ihr Mutter gestorben ist. I am death, none can excel, I hold the key to heaven or hell. Oh, death. Die Frage ist halt, wie man diese Eigenschaften eventuell pushen oder reduzieren kann, dass die anderen nicht sterben. Im Prinzip müssen wir es halt vorher schon wissen, auf was man gehen muss. Ich meine, bei den Möglichkeiten steht jemand dran, ob das wütend ist oder aufgebracht oder halt, ne, und so weiter. Das heißt, wenn man weiß, auf was man gehen muss, dann weiß man, wie man sich da entscheiden sollte, aber dann hast du ja im Prinzip keine freie Wahl eigentlich, wenn du die retten willst. Ja. Aber das schon. Oh, Death, oh, Death, consider my age, pray do not take me at this stage. My wealth is all at your command, and you but move your icy hand. Mal gucken, ob es noch einen Teaser gibt für den nächsten Teil. Weil beim Man of Medan war ja ein Teaser dabei.
stick mal das mit dem, was er gesagt hat, da in... Nor age, nor youth, nor silver, nor gold, nothing satisfies me but your soul. The old, the young, the rich and the poor alike with me will have to go. Oh, death, oh, death, won't you spare me over for another year? Lass mal als Würdigung erstmal die Credits durchlaufen. Absolutely not. We'll start believing. We are under attack by... I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe it and I was there. In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes, where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld.
Ja, wie gesagt. Bei dir durch? Ja, du weißt Bescheid, ne? Wie gesagt. Ja. Und ich hab's noch gesagt im Spiel, weil du das letzte Bild findest, weil ich mir schon gesagt habe, das passt da gar nicht dazu, war, dass es vom neuen Teil ist. Wo sie da mit dem Seil irgendwie sich abseilt und dann da irgendwie was passiert. Genau, das Seil reißt. Okay, dann wissen wir ja Bescheid, ne? Was ja. Nächstes Jahr dann los ist. Auf jeden also, Fall. Je nachdem, wenn man das anguckt, was 2021 dann los ist. Okay. Richtig. Also das Ende war jetzt dann doch sehr überraschend und das fand ich ziemlich gut, dass es jetzt dann irgendwie noch einen Twist gab, dass es eigentlich ja nur eine Person ist und die das dann im Prinzip alles Revue passieren lässt und die ganzen Charaktere da dann eigentlich ausgedacht sind und das dann auch erklärt, warum es eine Reinkarnation quasi ist, wobei es nicht erklärt, warum das jetzt zu ganz früher und dem, was man ganz am Anfang gespielt hat, dieses Haus mit der, ich nenne es jetzt mal Patchwork-Familie, das waren ja dann irgendwie trotzdem irgendwie Reinkarnationen oder Nachfahren oder wie auch immer man das nennen will. Ja, aber... Irgendwie so. Keine Ahnung, ich hab da auch nicht wirklich durchgestiegen. Mit der Familie da. Ja. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Teil wieder. Auf jeden Fall. Okay, dann hoffe ich, es hat gefallen und weiß nicht, wenn ihr das selber auch gespielt habt, vielleicht könnt ihr ein paar Tipps geben, wie man in einer gegebenenfalls zweiten Runde vielleicht da was ändern kann, weil wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, inwieweit man da auf welche Attribute man hinarbeiten muss, ob das, also das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, wo man weiß, dass man darauf hinarbeiten muss, sind die Attribute, die ganz am Anfang gezeigt werden. Am Anfang heißt ja immer, das ist die Person und die ist eigentlich so, so und so. Und dass man sich dann entsprechend so verhalten müsste, wie die eigentlich auch geschrieben ist, die Person. Das wäre so das Einzige. Jo. Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.